Bunte Grüße vom Tattoo Bash aus Düsseldorf. Da Jan und ich beide jungfräuliche Haut haben, sind wir natürlich ganz schlechte Ansprechpartner. Und aus diesem Grund haben wir uns zwei echte Experten geholt, nämlich Hagen und Sven von Hauding. Und mit denen gehen wir jetzt hier mal über die Messe. Auf geht's! EMP hier, Rock Invasion, ja? Wir sind auf der Tattoo-Messe in Düsseldorf, Tattoo Bash, ja, in Düsseldorf und haben hier Spaß. Und natürlich für Haudegen ist es immer so, wir sind ja so ein bisschen die Schmuckbussarde, ja. Wir sind im Showbiz. Im Showbiz, die Schmuckbussarde. Und überall, wo Glitzer hängt, da sind wir nicht weit, ja. Also wenn ihr uns irgendwann mal sucht, wir sind da, wo der Schmuck hängt. Ich sag hier, der Blick. So, jetzt sind wir beim Amazon-Tattoo. Ein Kumpel von uns hier aus Düsseldorf, der im Prinzip hier auch mit seinem Stand vertreten ist, der Ralf. Mal schöne Grüße an Ralf. Und der hat natürlich, wie man sieht im Hintergrund, ja, auch geiles Motorrad hier hingestellt, eine Victory. Ja. Für alle Harley-Fahrer werden jetzt sagen, oh Gott, da stellt er da eine Victory hin. Aber ich selber fahre auch eine Victory, eine Hardball. Und die ist ganz schön geil eigentlich, wisst ihr? Und die ist nämlich ganz schön geil. Und von daher, Victory überholt Harley gerade. Ihr wie mal live dabei. Wir fragen mal hier kurz nach Entschuldigung. Hast du dir was Schönes tätowieren lassen heute? Ja, ein M und ein Notenschlüssel. Ein M und ein Notenschlüssel. Ich habe auch einen Notenschlüssel. Siehst du den? Zeig mal, wo ist dein Notenschlüssel? Ja, auch schön. Wofür steht das M, wenn ich fragen darf? Mama. Eine Tattoo-Convention ist das Geile eigentlich, weil so viele Künstler zusammenkommen und das Publikum natürlich die Möglichkeit hat, von jedem Künstler tätowiert zu werden. Und darin liegt im Prinzip das Special bei so einer Tattoo-Convention. Natürlich nicht das schönste Bild sozusagen, hier mal einen Stand zu haben, wo noch keine Kundschaft ist. Aber ich habe mir sagen lassen, der Herr von Modhouse, der hat Kundschaft ohne Ende. Die stehen draußen Schlange, die rochen bloß alle gerade. Und ich finde den Stand aber schön gemacht, schön groß. Hier kann man sich die Arbeiten angucken, was der Künstler gemacht hat. Kommen wir mal hier zum nächsten Stand, ja, bei Swazidan. Wie man sieht, wird hier sozusagen im traditioneller Art gerade tätowiert, ja. Man sieht hier keine Maschine oder irgendwas. Ich würde den Herrn mal glatt fragen, hast du dir das alles selber beigebracht oder hast du ein Praktikum bei Emsebremse hier gemacht? Naja, bei Emsebremse oder so jetzt nicht. Der größte Teil ist eigentlich Learning by Doing. Und dann halt mit dem Austausch mit anderen Leuten irgendwie, auch Leute aus England oder sowas, Frank Mansfield, Nika Lehet, Zed Lehet, wo man dann halt immer irgendwie sowas dazulernt. Darf ich den zu Tätowierenden mal was fragen? Ist es dein erstes Tattoo? Nee, ist mein zweites. Und fühlt sich das anders an, oder? Es ist sanfter, es ist ein angenehmes Pieksen. Weil ich bin jetzt auch, ja, auch ein bisschen tätowiert und immer nur mit der Maschine. Und diese traditionelle habe ich natürlich jetzt gerade schon irgendwie schon wieder tierisch Bock drauf. Also würdest du so weitermachen? Hatte ich vor. Hattest du vor? Finde ich gut. Dann bitte unbedingt so bleiben und weitermachen. Und das nächste Mal bitte keine neongrünen Strümpfe. Das ist so ein absolutes Tätowier-No-Go. Hast du noch nicht von gehört? Ich merk's mir. Ja, merk's dir bitte. Ansonsten alle Güte für euch. Viel Spaß. Ich hab pinke Schnürsenkel. Na, dann passt ihr doch zusammen. Wunderbar. In dem Sinne, bis dann. Ciao. Wenn ihr Sven mit dem Rücken seht, heißt er ist in Verhandlung, ja? Der Schmuckbussard, ich horch einfach mal rein. Wir unterhalten uns gerade, dass wir Edelstahlketten, ja? Wir sind jetzt alle umgestiegen auf Edelstahlketten, weil die viel massiver sind und viel mehr aushalten als die scheiß Silberketten. Die braucht man nicht so viel putzen und so weiter. Findet echt klasse. Hier wird weiter gefälscht und gefeilscht. In dem Sinne, wir kicken mal weiter. Pass auf jetzt. Hoppala, na Mütchen. Huch! Hoppala. Hörst du meine Tasche gesprungen auf einmal, los ist weg. So, siehst du, man muss halt sehen, wo man bleibt, auch als Künstler. In dem Sinne, schnell weg. Digga, du musst ein bisschen mehr auf deine Sicherheit, du musst ein bisschen mehr auf deine Ware achten. Wieso auf meine Ware? Hier, guck doch mal. Ich auch, Digga. Ich auch. Tara. So sind die Freunde. In Fachkreisen heißen wir nämlich auch die Honighände, ja? Die klebrigen Pfoten, das sind wir. Natürlich sind hier auch eine Menge Leute, die Supplies anbieten, beziehungsweise hier in dem Falle wunderbare Maschinen, ja? Wahnsinn. Will heißen, ja, das ist natürlich genau dein Modell, möchte ich meinen. Meine Handgröße auf jeden Fall nicht. Also ich finde ja immer schön, dass gerade die Maschinen, gibt es ja in 1000 verschiedenen Varianten, die ist ziemlich laut und hat ordentlich einen Bums, möchte ich meinen. Und dann gibt es ja welche, die wir bei uns im Tattoo-Studio verwenden, die du halt überhaupt nicht hörst, die auch viel schneller sind als die alten. Wie ihr seht, gibt es ja die verschiedensten Modelle und Varianten und hier kann man so ja ausprobieren, ja. Also jemand, der jetzt ausprobieren möchte, der kann hier rangehen, nimmt sich das Ding, finde ich halt sehr, sehr geil. Entschuldigung, wenn ich hier mal fragen darf, was kosten die denn so in etwa? Die liegen circa bei 350 Euro, aber das ist auch alles handgemacht. Das ist alles handgemacht, super.
Jungs, wie ist euer Fazit? Was habt ihr von der Messe mitgenommen? Was sind die Trends? Was hat euch begeistert? Also in erster Linie muss ich sagen, Riesenhalle, gelungene Veranstaltung, glaube ich. Was ich besonders geil fand, waren die Traditionals, also diese traditionelle Nummer da, die fand ich extrem geil. Das hat mich geflasht. Ihr habt ja jede Menge Tattoos. Ja. Seit wann hängt ihr denn an der Nadel? Also meine Mutter hat immer gesagt, mein lieber Freund, erst ab 14 darfst du dich tätowieren lassen. Und da habe ich mich dran gehalten und mit 14, ich glaube, einen Tag vor meinem 14. Geburtstag hatte ich dann mein erstes Tattoo. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin ja so ein Dreher, ja. Also so ein Verkackehauer mäßig. Bei mir hören die Tattoos so genau beim T-Shirt auf. Beim Hals ist es ähnlich. Ja, von daher, also kann man ruhig mal ein Geheimnis verraten. Wann ging es bei dir los? Ich durfte dann endlich mit 18, durfte ich dann. Die ganze Zeit vorher habe ich mich nicht getraut. Er hat sich ja schon alleine gestochen hier mit sämtlichen Utensilien da. Aus dem angespitzten Kugelschreiber. Genau, so in etwa. Und mit der Stecknadel heiß gemacht und alles und Krimskram. Früher war es ja im Osten, wo wir groß geworden sind, waren ja Tattoos total verpönt. Da warst du ja also ganz schlimmer Mensch. Und meine Familie war eigentlich durchweg komplett zugeschöppert bis unter den Hals. Und wenn die sich dann alle ausgezogen haben am Strand, hatten wir die komplette Strandseite für uns. Also, und ich glaube, daher ist es auch, dass für mich das ganz normal war, auch schon als Kind. Ich bin ja immer so vergesslich und ich habe mir auch schon diverse Sachen tätowieren lassen, die ich einfach nicht vergessen will, wie meine Telefonnummer zum Beispiel. Ich bin halt so ein wandelndes Lexikon, möchte ich fast sagen. Ja? Also ich schreibe mir ja alles auf. Ich habe hier zum Beispiel halt ja wirklich meine ganze Familie drauf, damit ich auch wirklich ja keinen vergesse. Ich glaube, ich hänge an jedem Tattoo, muss ich ganz ehrlich sagen, weil hinter jedem Tattoo bei uns eine wirkliche Geschichte. Manchmal eine traurige Geschichte, manchmal aber auch eine lustige Geschichte, wie zum Beispiel hier drüben, 7 Tage in Schlipper. Das war unsere erste Tour, die wir gespielt haben. Da haben wir uns da so einen Feinripp-Schlipper tätowieren lassen, weil wir uns dachten, das ist eine geile Zeit gewesen, die müssen wir uns tätowieren lassen. Oder mein Herz auf dem Mittelfinger, das ist so mein Statement an die Liebe. Mein Herz auf dem Fickfinger. Und bei dir? Mein Lieblingstattoo sind meine Kinder auf der Brust. Ich habe meine Kinder auf der Brust tätowiert, meine Tochter und meinen Sohn. Bei dir ganz weit vorne auch der Burger auf dem Bauch, ne? Ob der nur ganz weit vorne ist. Physisch auf jeden Fall. Ja, definitiv, das auf jeden Fall. Soviel zu den Tattoos, vielen Dank bis hierhin. Jetzt gibt's aber bei euch auch einiges zu erzählen, denn 2014 wollt ihr eine Pause machen und kürzer treten, vorübergehend zumindest. Ich habe gehört, Hagen, du arbeitest an einem Buch und an einer Soloscheibe. Muss man ja sagen, wir haben uns das ja verdient. Wir haben ja durchgezogen wie die Wahnsinn. Und das, was wir in 2,5 Jahren geschafft haben, da haben andere Bands 35 Jahre für gebraucht, um auf die Kacke zu hauen. Wir gönnen uns einfach mal eine Pause. Also wir sind Oplus Menschen und wir wollen einen Young runterschalten. Wir wollen 2014 einfach mal aussetzen, was Haudegen angeht. Wir sind Träumer, wir wollen uns ein paar Träume erfüllen. Svenne macht einen Laden auf, ich mache eine Soloscheibe. Ich habe das Hörbuch zu meinem Buch, was ich geschrieben habe, gerade fertig gemacht. Ich komme zu Weihnachten. Also wir wollen einfach uns einfach auch nicht kaputt machen lassen. Und das hat nichts mit Alkoholexzessen zu tun, nichts mit Groupie-Love, ja nichts. Das hat einfach damit was zu tun, dass du ein Mensch bist, der auch seine Grenzen hat. Komm dann aber mit einem riesen Tam-Tam 2015 zurück.